Hallo und willkommen zurück zu High Life. High on Life. Danke fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank. In der letzten Folge haben wir die zwei WAP-Reiben ausprobiert. Und ja, war ganz interessant. Wir gehen wieder zurück zum Haus, werden das Kopfgeld auswählen. Und ja, mal gucken, dass wir uns den Rübel schnappen. Ach ja, der Bongo Bongo. Was steht da? Die Leute fanden ihn einfach nicht mehr süß. Ach, der singt oder was? Das sind die übersetzten Untertitel. Ja. Okay, Nipolon. 2500. Was für eine Schönheit. Dieser Untertitel. Ich kann nicht aufhören, das zu lesen. Die drei Leiter der Abteilung Kundenkontakte. Er ist der Stellvertreter von Gamentius und eines der gefürchtetsten Mitglieder der G3. Er leitet eine dekadente illegale Drogenbar auf Port Terrini, in der sich die kriminellen Spitzenkunden mit jedem beliebigen Alien berauschen können. Der sieht auch so aus. Hat auch eine Waffe. Muss nicht unbedingt ein Gatling sein. Also, annehmen. Event that I managed to get Lizdwit back online. We'll be ready to fight Gamantuous. And for that, you're really gonna need those Earth coordinates. Nipulon should have them logged somewhere in his office, in that big drug lounge he runs. Find those if you can, so we can take the fight to Gamantuous back on your home planet and finish this. Also wenn er wirklich so strong ist, stimmt, dann können wir vielleicht mit ihm Gamantuous besiegen. So, jetzt geht's zu einem komplett neuen Planeten. Oder was? Kriegen wir einen neuen oder einen alten? Bin ich mal gespannt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir nochmal auf den Wüstenplanet landen. Weil da hatten wir ja bisher nur einmal unsere... Oder hier dieses Stadtplanet, dieses etwas Cyberpunk-mäßige. Okay, we just need to sneak into Nipulon's Lounge. Let's try... Can it, Trader? We'll handle this one. We don't want you selling us out. Wow. Can you do us all a favor and sit this one out? Hey, stop fighting! I hate it when everyone's fighting! We need to talk things over. In a healthy way. No. We just need to cover ourselves in goop again. It's not complicated. That's true. We should do that. But I also think we need to have a really fun time at the saloon. So go there first, please. Whatever. It's up to you, Bounty Hunter. Head over to Dregtown and get gooped up, or try hashing this out at the saloon. Ich würde ganz gerne wissen, was im Saloon ist. Besprich das Ganze im Saloon. Oh, Kreacher will, dass wir einmal darüber reden. Was vorgefallen ist mit Kenny. Oh, wir kommen jetzt so leicht an die... Oh mein Gott. Erinnert ihr euch an die Truhe da hinten? Wir gehen zum... Wie einfach das jetzt ist, hier hochzukommen. Ich mir am Anfang da halbwegs den Kopf zerbrochen, wie man da hochkommt. Wie lange? Also Treibstoff haben wir jetzt... Länger, glaube ich. Aber die Höhe hat sich nicht geändert. Hier oben war noch eine Truhe. Aber ich verstehe die Beschreibung vom Update nicht. Die sagt, du möchtest höher fliegen? Ja, das kannst du mit diesem Upgrade. Aber es funktioniert nicht. Oder ist es so wenig, dass ich das nicht bemerke? Also wir checken das mal. Pass auf. Oh, this feels good. Aber ich habe das Upgrade zweimal geholt. Und mir fällt das... mir fällt das nicht auf. Be free, little humans. Be free. Rettete Menschen 4. Und was bist du für eine? Hast du einen Käfig mit 4 Menschen? My name's Mrs. Calmers. I grew up here in Old Town. Didn't used to be called Old Town, though. I remember. Ja, die hat nichts Wichtiges für uns. Tut mir leid, ist ein bisschen unverschämt von mir einmal wegzugehen, aber. Keine sachlichen Infos. Wir gehen zum Saloon, aber ich bin gerade happy, dass wir hier an jegliche Truhe jetzt drankommen. Wir hatten ja also einige, die ich... Also nicht viele. Ich habe versucht, wirklich die zu kriegen, wo ich gesehen habe, da können wir drankommen. Aber die da hinten zum Beispiel... Oh, da habe ich mir auch schon so teilweise den Kopf zerbrochen. Hier soll eine Truhe sein? Ganz, ganz... Oh, aha. Okay, ja. Da ist eine Truhe. Yeah, there we go. You better use me more. Tut mir leid, aber...
Holo Leber. Guck mal, die ist sogar für Zwiesi. Ablingezeit. Cool. Jetzt müssen wir wieder raus, ne? Ah, ich. Hä, wir sind im Kampf? Oh, ich komme hier nicht raus. Wir sind im Kampf, tatsächlich. Oh, yo. Jetzt noch eine, hier ist noch eine Truhe. Oh, die ist unten. Ich würde gerne erstmal die oben kriegen. Und ich weiß, wo noch eine ist. Wo sind die Gegner? Da unten. Ja, warte mal. Perfekter Aim. Wow. Okay, gut. Ist Kenny stärker geworden? Hä, noch einmal? Zweimal. Da oben. Es kann sein, dass wir für Kenny ein paar Upgrades hatten. Die ich nicht mehr im Kopf habe. Oh, hallo. Ja, ihr habt ihn nicht gesehen. Zack. Die werden aber nicht auf der Karte markiert, ne? Ist da oben eine Truhe? Ne, die ist woanders, oder? Ist die hier oben? Oh, warte mal, da kommen wir ja hin. Da hinten ist auch noch eine. Ach, das ist die andere. Au, ich dachte, die wäre unter uns. Aber die ist actually über uns gewesen. Oh. Ich dachte, die ist hier unten. Ist die Höhe höher? Wenn, dann nur minimal. Minimal vielleicht. Oh, da. Oh, die ist größer, oder? Nö. Die albernsten Geschenke der Galaxie. Schwoggi. Okay. Der Schwoggi ist eine Art Neuauflage eines Gags aus einer beliebten abendlichen Sci-Fi-Zeichentrickserie. Aber ist in vielerlei Hinsicht anders. Das verspreche ich. Zu einem hat er dieser Witz einen anderen Namen. Zum anderen spielt er in einer völlig anderen Kontinuität und Welt. Darüber kann man sich nicht ärgern. Ach so. Ja, juhu. Schöne Info. Ja, Treibstoff haben wir definitiv mehr. Oh. Vielleicht dürfen wir jetzt gleich mal da rein. Vielleicht hätte ich für Kenny das Nachladen doch holen sollen. Machen wir beim nächsten Mal. Noch mehr. Ach, Scharfschütze. Warpkern. Weiß, ich spiele gerade nur mit Kenny, aber das macht gerade mega Fun, irgendwie wieder mit Kenny zu spielen. Mega. Also ich hole mal beim nächsten Mal das Nachlade-Upgrade für den. Falls wir irgendwie im letzten Bosskampf wieder nur mit ihm kämpfen dürfen. Geh zum Schleimverkäufer. Ist das der hier? Ich wollte erst zum Saloon. Warte mal. Okay, nein. Ich würde da ganz gerne rein. Ich würde gerne wissen, was das ist. Eine Achterbahn oder sowas? Er lässt uns aber nie da rein. Mann. Das sieht mega funny aus, wie so eine Attraktion. Wildwasserbahn oder so. Naja, gut. Sonst weiß ich jetzt gerade hier von keinen Truhen mehr. Don't pull a muscle, Bounty Hunter, Jesus. Hä? Annie, war das? Oh doch, hier ist eine. Aber keine Ahnung wo.
Oh, ich weiß doch noch, wo eine ist. Wartet mal. Die hier. Oh, ja, 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 ja. Das ist so nice, wie wir jetzt mit dem Jetpack einfach über alles rüber können. Wir müssen dafür einmal hier runter. In die Richtung. Creature? Thank you for bringing me back out. I will never let you down again. I'm so sorry you don't like me very much. Oh. Creature hat so ein großes Herz. Kommen wir von hier hoch? Jo. Vielleicht hat sich die Höhe so ganz, ganz minimal erhöht. Ach, hier war das. Oh. Oh. Das Spiel ist gecrashed. Leute. LED. Okay, hier steht LED. Okay, das hatten wir aber noch nicht. Oh, okay. Never mind. Ich dachte wirklich, das Spiel ist jetzt gecrashed. Ich habe wirklich gedacht, das Game ist gecrashed. Ich hoffe, mit der Aufnahme läuft noch alles und nicht, dass wir jetzt während der Rest der Aufnahme einen Blackscreen oder so haben. Aber scheint soweit alles zu laufen. Postpartale Psychesteigerung. Oh, das glaube ich für Creature, ne? Auf diese Weise können sie etwas schneller zu Gedanken kontrollierenden Feinden zurückkehren. Fügt dem Jan von Creature ein paar Falten hinzu. Ja. Bei Creature habe ich das eine Upgrade auch nicht gecheckt, wo wir anscheinend einen Schuss mehr kriegen sollen. Aber anscheinend ist die Beschreibung einfach nur wieder irreführend. So. Das war ja ein seltsamer Standbild gerade eben, ne? Das hatten wir ja noch nicht. Aber gut, dass unten links Laden stand. Sonst hätte ich nämlich echt gedacht, das wäre gecrashed. Also unter uns ist noch. In diesem Gebäude. Ah. Okay, gut, gut, gut. Und hier. Oh, das könnte ich gebrauchen. Gehen wir mal so hoch, wie wir können. None too many visitors here in Old Town. But I guess that's a discussion for another time. Oh, guck mal, da ist sogar noch die kleine Cutie-Stadt. Da ganz hinten. Da ist die noch. Können wir hier easy rüber? Weil da hinten ist auch noch eine Truhe. Da können wir ohne Probleme rankommen. Oh, ich weiß jetzt warum. Weil, okay, das ist normal. Das ist normal. Der lädt jetzt die andere Seite. Deswegen. Oh, okay, weil die Map etwas größer ist wahrscheinlich. Aber die Dschungel-Map ist auch nicht gerade klein. Aber der lädt jetzt den anderen Bereich. Okay, okay, okay. Wahrscheinlich so ein Preload, damit die Leistung damit nicht so eingebüßt wird. Ich hoffe, ich kann hier einfach rüber. Das sollte reichen, oder? Hätten wir die Treibstoff-Upgrades nicht, dann... Also die Höhe-Upgrades hätten wir die nicht geholt. Whatever. Hätten wir unseren Jetpack nicht upgraded, dann wären wir soweit nicht gekommen. Ich finde das Place nice. Schlicht gehalten, aber cool. Ist halt eine Wüstenlandschaft, ne? Und mit einem Wurm. Mit einem Wurm, der einen angreift. Da weiß ich auch noch nicht, wie wir da... an die Truhe kommen. Wo der Wurm uns dann immer angreift. Jetzt gerade zum ersten Mal, dass die Truhe Pobacken hat. So, die Truhe war das und... ich meine dahin... Ich meine, wir hatten hier noch eine, wo ich nicht dran kam, ne? War das hier? Ja, ja, hier war die Truhe, genau. Da hatten wir versucht ranzukommen, aber war ein bisschen zu tricky. Und jetzt ist das überhaupt nicht mehr tricky. Jetzt baue ich einfach nur da hoch. Zack und fertig. Munitionsbeutel für wen? Diese winzige biologische Optimierung gibt Kennys Platz und mehr Munition. Okay. Was war hier? Hä? Da war ich ja noch gar nicht. Was ist denn das für ein Place?
Entdecke alle Orte im Außenport Sirene. Wollte gerade sagen, hier war ich nämlich noch gar nicht. Oh, da habe ich mich beim ersten Mal umschauen. Habe ich hier den Place vergessen. Oh, müssen wir hier lang? Ist das der Weg, den wir gehen müssen? Nö. Aber da ist eine Truhe. Oh, hier hätten wir auch hingekonnt ohne den Jetpack. Aber die Magnetschuhe, ne? Ersatzkristallknoten. Mit diesem Ersatzkristallknoten, der dabei hilft, ihre Muskeln zu entspannen, während sie Kristalle ausstößt, erhöht sich Freezys Feuerrate ein wenig. Feuerrate. Das ist nicht schlecht. Für Zwiesi. Weil die allgemein schon eine hohe Feuerrate hat. Das ist halt ihre Stärke. Die Feuerrate. Dafür macht sie nicht so viel Schaden. Also, sie macht viel Schaden, wenn du triffst. Ich kann erstmal ausprobieren. Die ist gut im Distanzkampf. Im Distanzkampf ist schon nicht schlecht. Okay, ich würde... Och nö. Da wollte ich nämlich gerade sagen, ich würde jetzt einmal nochmal zu der einen Stelle gehen, wo ich zweimal vom Sandwurm gefressen wurde. Oh, wir können jetzt da das aktivieren, ne? Aber die Aktivierungspunkte bringen mir nichts. Was soll ich da holen? Ich könnte die Toilette holen, ich könnte das Kino holen. Aber das bringt mir halt nichts. Nö. Hey, good thinking. We should run as fast as possible at all times and not look at anything around us at all. Er meint das sarkastisch, aber er hat recht. Also, es ist kein Sarkasmus, weil wir sollten uns echt jetzt beeilen. Und zwar sehr schnell. Weil an der Stelle kommt der Sandwurm. So. Das reicht jetzt erstmal. Wir gehen jetzt zum Saloon. Das waren jetzt die Truhen, von denen ich jetzt noch wusste. Die wollte ich einmal einsammeln. Da waren sogar Upgrades mit bei. Upgrades finde ich... Wenn wir Upgrades finden in Truhen, finde ich noch besser, als wie wenn wir jetzt 100 oder 200 Pesos finden. Oh, oh, das schaffen wir nicht. Warum? Boah. Boah, gut, dass wir da noch dran kamen. Von der anderen Seite hatten wir ein bisschen... Bisschen einfacher. So. Ab in den Saloon. Ach stimmt, auf dem Saloon oben drauf war noch eine. Ganz, ganz oben drauf. Ach nee, komm. Lassen wir die Kleinen da mal kämpfen. Genau, hier oben, ne? Ja. Aber da war auch noch eine. Nicht hier, sondern hier. Yep. Und die meinte ich auch eigentlich. Ah, die albersten Geschenke der Galaxie Nummer 2. Klonentferner. Eines der Hauptprobleme, die auftreten können, wenn du dich klonst, ist, dass deine Klone irgendwann versuchen werden, dich zu killen, um deinen Platz einzunehmen. Deshalb verkauft sich Klon-Remover auch heute noch so gut. Allerdings unterscheidet sich der Klon-Remover in keiner Weise von den gewöhnlichen Hightech-Mod-Waffen. Wow. Wow. Hä? Also ist das... Okay. Einfach eine Waffe. Na gut. Oh, wir haben ja sogar fast alle Truhen eingesammelt. Ne? Drei Stück sollen hier irgendwo noch verteilt sein. Ich wollte schon immer mal wissen, was da hinten ist, ne? So weit können wir aber nicht fliegen. Das ist... Ne. Wo ist der Saloon-Eingang?
So, dann lassen wir denen jetzt mal so ein bisschen Zeit, um sich mal schön auszusprechen. Oh, you're going with my plan? It's an honor. I will not take this lightly. Shall we take a seat at an open table? So, dann bin ich mal gespannt. Ich hoffe, die vertragen sich am Ende wieder. Okay, Krista, this was your big idea. What is there to even talk about? Thank you, everyone, for coming today to the inaugural Big Friendship Meeting. First item on the agenda is... You don't have to do this, Creature. No, no, I insist. Kenny doesn't deserve any of this hate, right, Bounty Hunter? Nein. Well, thank you, but I don't know if that's true. Yeah, you didn't know what you were doing. Just because he's an idiot doesn't mean he gets off scot-free. Yeah, people died. We don't have a home anymore. No, no, stop it! I mean... Let's be civil here. We're friends. Are we? Most of my friends don't trigger global genocides. Well, I don't know if that's the best way to phrase it. Oh, yeah? How would you phrase it then? Lightly assisting a global genocide? I didn't know. I didn't know what would happen. Oh, fuck off. Like, that makes it any better. But he's also trying to stop it. He's trying to make things right. We all are. Not like he has much choice. You think he's doing this because it's the right thing to do, Bounty Hunter? Thank you, Bounty Hunter. At least you have my back. Ich stehe hinter dir, Kenny. Yeah, thanks, Creature. Yeah, but we don't. Yeah, we still hate you, Kenny. Creature, this isn't getting us anywhere. No, it's going perfectly. It has to be going perfectly, otherwise I'll be sad. Then be sad, Creature. Tough shit. You could just blame Kenny if you want, like we're doing. It's pretty easy. Can we just bail on this little group therapy session we got going on here and get back to the bounty, which is more important? Honestly, I'm right there with you. Yeah, this is a lost cause. No, it's not a lost cause. Is it, Bounty Hunter? Nein, nein, nein. Ich finde das gut. Macht weiter. Es ist ein aussichtsloser Fall. Wir werden das gemeinsam durchstehen. Yes, we will. Ich stehe hinter. Fine. Ich stehe hinter Creature. But let's just deal with Nippon first, okay? Can we do that? Whatever. Are we done here? Can we go, Bounty Hunter? Ey, voll gut von Creature. Oh, Creature hat so ein großes Herz. Creature ist ja awesome. Ich dachte, er wäre ein bisschen dämlich. Also ein bisschen sehr viel dämlich, aber... Geht? Nein. Creature, nein. Du brauchst dich nicht entschuldigen. Das war eigentlich voll die gute Idee. Und ich finde, selbst diese kleine Unterhaltung jetzt hat schon... Hat schon etwas gebracht. Also, hat schon seine Wirkung gehabt. Das war cool. Das war irgendwie cool. Ich finde gut, dass wir zum Saloon gegangen sind. Oh, you finally brought me out again. Well, what did I offend you or something earlier? Geh zum Schleimverkäufer. Schleimverkäufer. Ach so, wir sollen uns wieder tarnen. Hey, it's me, the goop guy. I'm over here now. Da ist er ja. Convenience. It's closer. Hey, look who it is. It's the goop salesman. Hey, Bounty Hunter. I moved my whole operation up here for you. What do you think? Hey, we are here for your services. We would like to get gooped again if you could. Oh, no can do, partner. See, my little gooper trooper, you're as sick as can be. Looks like he's not gonna make it. Truth be told, I don't think he'll ever be gooping anybody ever again. Unless we get him that medicine. Medicine? Well, maybe we can help. Oh, no way. Thank you so much. Wow, that's so nice of you. There's a special flower over there on the other side of Terrine Ravine. But good luck getting over there, because that ravine is terrine through the valley, if you know what I mean. Those damn Mac and Cheese brothers are taking forever to build the bridge. I mean, if you could get them to do their jobs, then maybe we could get the flower and save my little Goopa. Don't worry. We got it. We could do it. Well, shit. I don't want to give my hopes up, but thank you so much. Geh zur Westseite von Old Town. Okay, wow, dieses gelbe Zeug, womit die G3-Einheiten da alle überzogen sind. Stamm von Fergals. Aber das stinkt? Da sitzt ein Fergal. Der arbeitet hier. Impression? Huh? Can you stop by the G3 headquarters real quick so I can sell out all my friends? Kenny's still our friend. No, it's fine. Let him go nuts. Wait, I can do one too. Oh, nobody loves me and I suck. I'm a piece of shit. A big dumb sicko who loves getting everyone killed. Here's mine. My name's Kenny. I'm sorry for what I did. I love you all very much.
buddy. I hope you got it. No, I know we're trying to build a bridge, but it's like, fuck, man. How you build a bridge with windows? You know what I mean? Anything? Hey, whoa, Buster. What are you doing walking on? This is a live construction site. Very dangerous. You can't hang around here unless you're a construction professional like one of us Mac and Cheese brothers are. Okay, so you're not leaving, are you? You're just fucking barging in. What do you want from us? Hey, wir müssen hier we're rüber. Just trying to look for a way across. Well, tough luck. You think you own the world? You want to get across the ravine? You gotta wait for us Mac and Cheese brothers to do our work. Yeah. Yep. Come on, you're telling me there's nothing we can do? No, sorry, pal. Listen, we got our own emotional shit right now. You know, we're on strike until Papa Mac and Cheese Brothers, you know, he comes back from that goddamn saloon in Old Town, and he tells us he loves us Mac and Cheese Brothers, his sons. You want us to get your dad to love you? All right, listen, we just need to hear that he loves us. That's it. We ain't working until we find out, okay? Wow. Hey, we're the Mac and Cheese Brothers. Yeah, you can't do shit. You're a piece of shit. Fuck you. You fucking bitch. Also, wir sollen jetzt, um diese Tarnung zu kriegen, dem Fergal, weil er krank ist, ein Heilmittel besorgen, was auf deiner Seite liegt. Wir brauchen aber die Möglichkeit, darüber zu kommen. Aber die Bauarbeiter arbeiten erst dann, wenn der Vater, der sich aktuell im Sandom befindet, ihnen sagt, dass er sie liebt. Okay. Wir hatten gerade wieder... Wow. Habt ihr das gesehen? War das der Wurm? Wow. Das war ja cool. Oh, voll gemein hier. Die Dingens ist voll gemein. Aber ich kann teilweise verstehen, weil... Wer weiß, welche Gatlians, die wir bei uns tragen, eine Family hat oder so, die dabei umgekommen sind. Weil das G3... Kartell den Planeten angegriffen haben. Also ich kann verstehen, dass sie mega stinksauer sind, wenn Kenny was damit zu tun hatte. Dass das passiert ist. Ah, knifflig. How's it going? Sorry, does anyone know where we can find Papa Mac and Cheese? Hello, I'm sorry. We're trying to find a Papa Mac and Cheese. You might maybe be able to point us in the right direction? Hey, you there. Yeah? I'll tell you what Papa Mac and Cheese is. If you duel this guy. What? No, not me. Please, pick anybody but me, please. Huh? A duel? Okay, well, you know what? Listen, whatever. We'll do it. You know the rules. Stand 5 feet apart, count to three, then draw. Last man standing wins the fucking duel. Come on, man. I don't want to do this. Come on, it'll be fucking fun. Go on then, get to your mark. Oh, es tut mir voll leid für diesen Torg. Er will gar nicht. Wohin muss ich? Ja, wohin muss ich? You gotta stand on your fucking mark and a fucking door can't start. Or we could just skip it. Ja, welche Markierung? Ach, hier. Perfect. Here we go then. Ich schieß nicht. I'll count you down. Shoot at each other on fucking draw, all right? Ich schieß mal nicht. Ich will mal wissen, was passiert. Ich will wissen, was passiert, wenn ich nicht schieße. Fucking draw. Oh shit! Oh my god, I did it! I won! Anyway, I'm Papa Mac and Cheese Brothers. Ja, okay. What can I do you for? Oh, we met your kids over at the construction site. Oh, is that so? Yeah, and how are those good-for-nothing pieces of shit doing? They just sent us here to get the confirmation that you love them. That's it. But I hate them. They're shitheels. They ain't fit for the Mac and Cheese Brothers' name. Wait, are you... What? You don't really want us to tell them that. Yeah. Tell them I said I hate them, and I hope they all fucking die. Now leave me the fuck alone. Okay. I guess that's that then. You're a tough guy, Papa Mac and Cheese Brothers. Wow. Erzähl dem Brüder, was er gesagt hat. Oh nein. Hey, mich freut's für den Talk, dass wir den gewinnen gelassen haben. Der wollte gar nicht. Wahrscheinlich hätten wir den angegriffen, wäre der direkt zerplatzt. Ich freue mich für den. Der wollte gar nicht. Wie der sich gefreut hat. Yay, ich hab gewonnen. Oh, look who's back. Ja, wir haben Nachrichten. Hey, so, what did Papa say, huh? Does he Können wir nicht lügen? Your dad loves you. Your dad, okay, das ist irgendwie, da fehlt die Übersetzung. Wir sagen einfach, dass die, ja, oder? Wir wollen ja einfach nur über die Brücke. Und die sind dann früher.
Your dad, he loves you very much. Holy shit, did he really say that? Yes, he did. Oh my god, I'm freaking out, you guys. He fucking loves us, you hear that? Papa loves us. God, I can't handle whatever I'm feeling. Is this love? Is this what love is? Oh god, I yeah. can't handle whatever this feeling is. Is this, oh my god, is this love? Jesus, these guys need therapy. But hey, looks like we can cross now, though. Oh, can't believe it. I ain't never seen nothing like this. It's beautiful. Oh, fucking bridge of love. See ya. Oh, wow. What in the... Die Brücke der Liebe. Oh Mann. Ist das das Medikament? Nee, das ist ein Warpkristall. Wir haben einfach die Brücke der Liebe jetzt erschaffen. Was wäre passiert, wenn ich gesagt hätte, der sagte, der liebt ihn nicht? Wahrscheinlich die Brücke der Verzweiflung oder sowas. Alright, we did it. Let's get this back to the goop salesman and fix up his gooper. Danke, dass du mich abholen gekommen bist. Ja. Ich weiß, im Moment ist alles ziemlich chaotisch. Ich bin also froh, dass ich auch weiterhin auf meine Familie zählen kann. Sonst noch was? Ich schicke dir das als SMS, weil es zu schmerzhaft wäre, dir gegenüber im echten Leben so aufrichtig zu sein. Okay. Naja, geht ja auch. Die Musik. Jetzt hab ich dich nicht so und genieß dein verfluchtes Abenteuer. Bis bald. Jetzt hab dich nicht so. Oh, noch zwei Truhen, dann hätten wir alle. Aber frag mich nicht, wo die sich aufhalten. I've got a lot on my mind, you know, like all my friends blaming me for genocide. Ja. Wow. Oha. Wow. Wow, wow, wow. Nein, da kommt noch einer. Warte mal, Globshot. Oh, so viele Gegner. Also gerade eben waren hier so viele. Wow. Das war's aber nicht. Ach, diese kleinen Käfer, kann das sein? Jetzt mal eben die kleinen Käfer besiegen. Ja, komm raus. Sehr schön. Zählt das eigentlich jetzt auch als Sache? 25 hatten wir. Ich heb das mal auf. Ist das jetzt als 26? Nee, weil es keine Loot-Truhe ist, ne? Okay, Doki. Kehre zum Schleimverkäufer zurück. Ach ja, stimmt, wir haben jetzt die Blume. Sehr gut. Na dann, schleim uns voll. Wow, you did it! This will save my little Goopa's life! Thank you so much! It was no problem. But actually, no, it was really tough. But you're welcome, you know? Yeah. Okay. Oh my god. As good as new. You really saved his life. I don't know how I could ever repay you. Oh, that's right. He could shit his goop all over you. Wow, you healed him up so nice, his goop's gonna last even longer than before. So you're gonna be covered in shit for such a long time. That's great. All this fucking work just to get covered in this shit again. Wow, you look great. Real goopy, real shitty. Ich hoffe, das riecht wenigstens gut. Und ich hoffe, das schmeckt auch gut. Ich hoffe, das ist die reinste Zuckerwatte. Zumindest ist es gelb. Zumindest ist es gelb. Wir gehen jetzt zu Nipolons Lunch.
Weiß ich gar nicht, wo das ist. Da lang, okay. Oh, ist das der Weg da? Wo? Oh, ich glaube, ich weiß, wo das ist. Wow. Oh, noch mehr. Oh. Vielleicht sollten wir weggehen. Vielleicht sollten wir einfach weggehen. Warum greifen wir uns überhaupt an? Ich glaube, es ist jetzt echt scheiße, jetzt wo wir eine Weile hier sind, bin ich davon zu überzeugt. Gattlos? Gattlos? Ich schaue immer wieder aus dem Fenster und es ist einfach nur scheiße da draußen. Schade, verdammtes Ödland. Achso, Gattlos, so heißt der Planet von den Gatlians. Ey, warum greifen wir uns denn an? Wir sind doch getarnt. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, warum die einen angreifen. Ich dachte, wir sind getarnt und die denken, wir wären jetzt einer von den G3. Oh, ist hier noch einer? Oh, hier sind auch mehrere. Ja gut, ich besiege die mal eben, weil ich den Kristall haben will. F? Oh! Alle? Ne, da hinten. Wir müssen alle besiegen. Ja, wir müssen. Wow. Rüstung. Und ich dachte immer, diese gelbe Rüstung hier, das wäre dieses Zeug. Also der Vögelcode. Okay, wir haben jetzt alle. Ja. Warte mal, wo haben wir Basen? Vielleicht haben wir ja mehr als einen Kristall. Also ich, den hatten wir gelootet. Hier ist, glaube ich, nur dieser eine dahin. Ey, ich verstehe nicht ganz, warum... Weil wir sind jetzt als G3-Einheit getarnt. Oder nicht? Weil damit sollen wir jetzt wahrscheinlich an den Typen vorbei, der uns ja nie reingelassen hat, weil er gesehen hat, wir sind ein Kopfgeldjäger. Jetzt wird er uns wahrscheinlich reinlassen. Aber warum die uns angreifen, verstehe ich nicht. Mal schauen. Also er müsste uns jetzt reinlassen. Haha, a properly gooped G3 minion. You must be here for your one free spa day. Please enjoy your stay. It's working. Ah, das ist eine Wellness-Lounge, ist das. Schade, keine Freizeitattraktion. Also er hat uns jetzt als Handlanger von den G3 gesehen. Aber... Warum greifen die uns an? Das habe ich jetzt nicht ganz gecheckt. Wenn die uns angreifen. Wenn wir doch getarnt sind. Das ist ja der Sinn der Sache, dass sie uns nicht angreifen. Und dass wir hier unentdeckt reinkommen. Oh, die greifen uns nicht an. Hä? Warum haben uns die dann angegriffen? Gerade eben draußen. Habe ich das nicht... Hä? Hello, esteemed G3 Minion. Thank you for redeeming your one-time-only free spa day. Please, continue forward. Thank you. Kann ich mich vordrängen, oder? Erreiche Nipolon. Ich gehe einfach mal rein, ne? Guten Tag. Was ist, wenn ich eigentlich die Waffe wechsle? Oh. Ach, das geht nach oben. Okay, this is going well. Just gotta keep our cool and sneak our way through. Erreiche Nipolon. Im Spa. Warum ist er im... Warum leitet er ein Spa? Was ist mit der Musik los? Hört ihr die Geräusche? Weird. Launch Lobby. Oh, cool designed. Oh. 1 von 8. Cool. Aber auch so lebendig, Mann. Guck mal, wie viele hier sind. Richtig lebendig. Hä?
Guck mal. Ey, das... Ach so. Das ist... Oh. Hier ist die gleiche Spezies wie die Spezies, die Gomanches angehört. Hallo. A guest. Please allow me to show you to a private booth. Kann mich nicht bewegen. Right this way. Let's just play along. They might lead us right to Nibulon. Unser Creature sieht auch aus wie ein kleiner Dingens. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Überleben steht hier. Jetzt kann ich mich bewegen. Kann ich einfach weggehen von denen? Folgt dem einfach. We do hope you'll find your time here satisfactory. Remember, we're here to cater to your every need. You name a drug, we have it. Zero G, Fergals, and yes, we're now serving. Ich kann nicht weiter. Every type of human. We've got young teenagers if you're looking for something big, or perhaps you'll prefer the gentle high of an elder human years away from death. If you're not sure, babies are a little more heavy, it's less of a body height. Basically, whatever you're looking for, we've got it. Disgusting. Disgusting. Kann ich ihn retten? Nein. Ich kann ja nicht hinlaufen. Oh mein Gott. Holy shit. You gotta try this human shit. These dumb fuckers get you so high. I had a baby one a couple hours ago. I mean, swear, I can't even remember my own name right now. Yeah, I wish they lasted a little longer. We can suck these humans dry way too fast. But they hit so good. Waiter, bring me 6 more humans. More babies if you got them. I like them best young and innocent. Kann ich dich retten? Nee, geht nicht, ja. Sonst wäre auch meine Tarnung aufgeflogen. Oh, Mann. And now, please follow me to your booth. Ja, das ist aber nicht so ein Spa, den ich kenne. Also Spa läuft eigentlich anders. Aber... Hey, waiter! Can I get a few more humans when I get a chance? Of course, sir. I hope you don't mind sharing your booth with another guest. We're a bit overbooked today. Sorry. Yeah, you ever try human? Shit's amazing. Ooh, yeah. Look how some they look. All hairy and weak. You're lucky they gave you so fucking high. Otherwise, they'd be a waste of a species. Oh, fuck. I love seeing the light leave their eyes. Yeah, fuck this. Do what you have to do. What's wrong? Why you give me that look? What, you don't want me talking about humans like that or something? You know they're just drugs, right? It's not like their feelings even matter. Go for it, Bounty Hunter. Just fucking do it. Why you look so pissed? You need to unwind a bit, pal. Just order some humans for yourself and have a good time. All right, that's it. You're freaking me out. I'm calling security. Hey, waiter! We gotta sympathize. Oh, what the fuck? Security! All right, we're doing this. Können wir den besiegen? Oh, wir haben ihn besiegt. Können wir dich retten? Nee. Oha. Ich habe mich erst gewundert, was ist los mit unserem Charakter? Ist ihm schlecht oder so? Nee, er war mega wütend. Er war richtig sauer auf den. Ich dachte erst, ihm wird schlecht oder so. Nee, 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 nee. Der ist richtig sauer gewesen. Das war das. Wie so ein Hulk. So. Der wurde gerade zum Berserker. Sein Puls. Der wurde gerade richtig, richtig wütend. Deswegen hatte Kenny gesagt, na los. Na los. Mach, was du nicht lassen kannst. Aber ich wollte ein bisschen abwarten, weil vielleicht ist es nur ein Trick gewesen. Aber als der halt angefangen hat, Security zu rufen, war es dann auch egal. Glaube ich. Obwohl, ich hätte noch ein bisschen abwarten können. Ich wäre witzig gewesen, was passiert wäre, wenn Security gekommen wäre. Aber die hätten uns wahrscheinlich dann angegriffen. Die albernsten Geschenke der Galaxie Nummer 5, Magazin Heim und Nest.
Eines der führenden Lifestyle-Magazine für Gliederfüßler, aber glaube nicht, dass du nicht Spaß daran haben kannst, wenn du ein Wirbeltier bist. Erfahre, wie du aus einem Griebel einen Eintopf machen kannst oder wie du mit den Schuppen eines Hologroiden die heimische Küche bereicherst. Okay, 97 Rezepte. Warum nicht 100? Okay. Boah, wir legen uns... Aber was... Sind die denn stark? Also können die was machen, diese Schleimviecher? Weil hier sind ja mega viele gewesen. Ich meine, können die kämpfen? Sind das kämpfende Aliens? Oh, die sind alle abgehauen. Okay. Okay, das sind keine Kämpfenden. Also das sind auch keine Krieger oder Soldaten oder sowas. Nein, nein, das sind einfach nur Besucher, die hier für irgendwie zahlen. Die wurden jetzt wahrscheinlich rausgebracht und... Weil das halt Besucher sind. Okay. Ich weiß nicht, warum ich das Gefühl hatte, dass die uns gleich alle angreifen. Also auch diese anderen Schnecken. Aber die sind jetzt alle rausgebracht worden. Ich kann die nicht retten. Warum nicht? Vielleicht erst nach dem Kampf. Das sieht aber auch aus hier wie ein Boss-Area. Oh oh, oh. Hä? Wie sollen wir den besiegen? Achso. Bus. Ja, yummy. Ich bin mit Kenny gerade sehr, sehr zufrieden. Ich will gar nicht wechseln. Ich glaube, wenn wir im Bosskampf sind, dann wechsle ich zu Kreacher. Ich kann ja auch ganz gerne einmal was probieren. Oh mein Gott. Oh, ich hätte nicht wechseln sollen, weil ich im Nahkampf gegangen bin. Nahkampf ist anscheinend... Nahkampf ist nicht ganz... Oh Gott, jetzt sind wir wieder hier. Ja, okay, habe ich verdient. Nahkampf ist nicht empfehlenswert. Weil die haben Nahkämpfer, die haben alles. Wo sind die? Hä? Hallo? Ach, da seid ihr. Was sagt er? Besiege die drei G3 Security. Lass uns weiter nach hinten. Irgendwo hintergehen. Oh, perfekt. Den nehmen wir nachher. Oder wir holen Kreacher raus, aber... Nee, Kenny ist mir gerade am sichersten. Da mache ich... Mit Kenny mache ich nicht so viel Moves. Da passe ich ein bisschen mehr auf. Okay, sehr gut. Wenn ich eine andere nehme, dann spiele ich wieder so, dass ich... unvorsichtig bin. Ah, das... Oh, das war gut. Oh, der hat wieder Schutz. Oh, jetzt glaube ich an der Stelle, da haben sie uns erledigt bekommen, weil ich dann was ausprobieren wollte.
Aber das hat nicht so gut funktioniert, weil wir zu viel Schaden kassieren. Also Nahkampf nicht, wenn so viele da sind. Kann man machen, aber sind ein bisschen viele. So. Er hat sich weggeportet. Okay, okay. Heavy. Mach das aber dumm. Ich konnte Q nicht drücken. Okay, also mit Kenny ist mir das am sichersten. Dann bin ich vorsichtiger und... Deswegen das Nachladegeschwindigkeits-Upgrade für Kenny sollte ich definitiv das nächste Mal holen. Okay, einer ist hier noch. Mindestens. Wo ist der? Können sich halt wegteleportieren. Na, jetzt hat er sich wieder wegteleportiert. Noch einmal. Noch einmal. Oh. Oh, 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 oh. Hier oben ist, glaube ich, am besten. Oder hier so, um die Ecke. Aber ich gehe nach oben. Wo war das? Ich habe doch hier irgendwo aufladen können. War das nicht hier? Oder habe ich die schon irgendwie... Egal. Was? Den habe ich nicht getroffen? Okay. Knifey? Okay. Warte, Knifey. Schnapp ihn hier, Knifey. Sehr gut. Wow. Ja, das stimmt. Ich sollte wieder wechseln. Jedes Mal, wenn ich die Waffe wechsle. Ich bleib bei Kenny. Jedes Mal, wenn ich die Waffe wechsle, dann bin ich kurz davor drauf zu gehen. Ah doch, hat getroffen. Gott, da kommen immer mehr. Nahkämpfer. Nahkämpfer. Oh Gott. Kommen die hier rein? Ja, ne? Wo ist der Große? Ja, ich kann dich nicht befreien. Erst nach dem Kampf. Noch mehr. Da kommen immer und immer mehr. Ach so, der ist schon besiegt. Oh, das war's. Holy shit, my heart is racing. Ja, vor allem wenn wir wieder draufgegangen, hätten wir wieder von Anfang anfangen müssen wahrscheinlich. Puh, habe ich die Waffe wieder gewechselt zu Kreacher? Dachte, ich mach mal was ganz Cooles und wow, danach wieder Leben am Limit. Haben wir noch eins? Nö. Ah, das war das Einzigste. Kann mal eben nachladen. Hallo. Nahkampf, das macht einfach zu viel Schaden. Die werden uns nicht angezeigt, ne? Auf dem Radar. Nur mal, damit du es weißt, du legst dich mit dem zweitstärksten der G3 an. Ja, die werden... Glaubst du, dass du dazu bereit bist? Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Aber ja, sollte passen. Okay, Leute? Aber vielleicht stirbst du. Ich will ja nur alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Dass die Käfige nicht markiert sind, sind ein bisschen tricky.
Egal, ist eine Win-Win-Situation für mich. Entweder erledigt mein Lehrling einen der starken Jungs oder ich gewinne ein Haus. Ja, aber sind wir mal ehrlich, der hat sich doch schon längst... Wir haben uns doch sicherlich schon in sein Herz geschlossen. Er würde trauern, wenn wir darauf gehen. Ich sag's euch. Betrete Nipulons Lounge. Wahrscheinlich dann Bosskampf. Vielleicht. Das sehen wir im nächsten Part. Das ist das Stichwort. Fürs Däumchen drücken. Und einmal Daumen hoch. Däumchen werden Träumchen. Dankeschön. Bis zum nächsten Part von Hi on Life. Tschüss mit Ö. Kriegt keine Albträume hier bei dem, was hier abgeht. Meine Güte. Das ist ja... Ist ja gerade ein kleiner Horrorstreifen gewesen, ne? Gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.